Freunde und Freundinnen, Freundinnen des grünen Hanfs. Trugenpolitischen Sommercamp von Bündnis 90 Die Grünen und der Grünen Jugend in diesem Ministerium und haben mit sehr kompetenten Menschen hier über Drogenpolitik gesprochen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Zum Schluss haben wir eine Comicbroschüre bekommen. Ihr Titel lautet: Was macht die Drogenbeauftragte? Das ist eine Frage, die habe ich mir schon lange gestellt. Auf der letzten Seite heißt es dann, sie kämpft zusammen mit vielen Menschen in ganz Deutschland gegen Drogen. Einige ihrer Verbündeten sind ja auch heute hier und passen auf uns auf. Aber das Gute ist, wir sind heute viel, viel mehr. Erklärt. Sie verbietet die Drogen durch Aufnahme durch das Betäubungsmittelgesetz, in das Betäubungsmittelgesetz. Das macht man schon seit 40 Jahren so. Aber was bedeutet das? 40 Jahre Betäubungsmittelgesetz bedeuten 40 Jahre lang sinnlose Kriminalisierung von unschuldigen Konsumenten. Von Lebenschancen nach Verurteilung wegen Drogendelikten. 40 Jahre sinnloses Sterben wegen verunreinigter oder bezüglich ihrer Dosierung unklarer Drogen. Drogenkrieg in Afghanistan, Mexiko und anderswo auf der Welt. Und auch eine 40-jährige Spaltung der Gesellschaft durch eine Mauer namens Betäubungsmittelgesetz. Liebe Leute, diese Mauer muss weg. Ich frage mich allerdings, warum besteht diese Mauer seit 40 Jahren? Warum konnte sie so lange halten? Eine befriedigende Antwort kann ich euch auf diese Frage nicht geben. Vielleicht gibt es ja wirklich Menschen, die Angst vor der Wirkung von Drogen haben. Vielleicht sind die Strukturen, die vor der Prohibition profitieren, stärker als die darunter leiden. Vielleicht braucht die Gesellschaft auch Sündenböcke, auf die sie die Schuld für Probleme ablegt, deren wahre Ursache sie nicht zu benennen traut. Vielleicht tragen wir auch ein bisschen dazu bei, weil es uns noch nicht gelungen ist, uns ausreichend gut zu organisieren. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass das in Zukunft anders wird und noch besser wird. Die Hanfparade ist jedes Jahr von jedem Jahr immer größer geworden. Und ich bitte euch, wahrt die Kontinuität, bringt nächstes Jahr wieder Freunde mit, damit wir noch ein Stückchen größer werden. Und einiges ist uns ja auch schon ganz gut gelungen. Ich möchte ein Beispiel anführen. Wie gesagt, ein großes Problem bei illegalen Drogen, auch bei Hanf, ist es, dass da zum Teil hochproblematische Streckmittel drin sind. Da wird Blei gefunden, da wird Haarspray gefunden und Kunststoff
in flüssiger Form wird auf das Hanf aufgetragen. Das ist alles eine Riesenschwanerei. Das kann man verhindern. Und darum ist es besonders wichtig, dass man Drogen, die auf dem Schwarzmarkt kursieren, testet. Dass man da die Möglichkeit hat, die irgendwo abzugeben, damit geguckt wird, was ist da drin, wie viel davon ist drin und welche Verunreinigungen sind da drin. Das nennen wir Truck-Checking. Unverständlich. Ich finde es zynisch, dass die Drogenbeauftragte von Berlin heute in der Taz wieder gesagt hat, Truck-Checking, das brauchen wir nicht, das ist Luxus, das ist uns zu teuer. Da sparen wir uns doch lieber den ein oder anderen Polizeieinsatz und geben das Geld lieber für Truck-Checking aus. Hier in Berlin und Brandenburg gibt es eine Truck-Checking-Initiative. Ein Zusammenschluss aus 10 Organisationen, aus Drogenhilfe, aus AIDS-Hilfe, aber auch aus Politik und Verwaltung. Und wir haben ein Truck-Checking-Projekt vorangetrieben. Wir haben einen Antrag durch das Abgeordnetenhaus gebracht, in dem die Drogenbeauftragte endlich gezwungen wird, sich mit Truck-Checking auseinanderzusetzen und die Voraussetzungen für Berlin schaffen muss. Und liebe Freunde, das Gleiche müssen wir auch für die Einführung von Coffeeshops tun. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir das schaffen. Dann bekommen wir auch Coffeeshops in Berlin. Und ganz zum Schluss noch ein Seitenhieb hier auf den Minister. Ich glaube, er ist von der FDP, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Mark oder ich, ist ja auch egal. Ich wünsche euch allen 5-mal so viel THC in der Tüte, wie diese FDP bei der nächsten Wahl an Prozenten bekommt. Sinne, 40 Jahre sind genug. BTNG! Ja, solche Meinungen von Bündnis 90 Die Grüne gibt es auch noch. Auch wenn sie immer mehr verändern. Gott sei Dank haben wir solche wie ein Tibor. Danke.